Moin, so hier mal mein erstes Video mit Ton. Das ist meine Stimme, das bin ich. Hallo. Ich habe heute beim Flodder mal wieder zwei Leerkassetten bekommen. Einmal hier diese schicke TDK D90 Normal Typ 1 und dann hier oben die Sony UXS90. Und ich habe die jetzt mal gerade getestet und dachte, ich mache mal ein kleines How-To-Video bezüglich Aufnehmen und vor allem auch BIOS-Einstellungen. Ich nehme hier das Sony-Deck, weil ich ja hier im Prinzip die manuelle BIOS- und Record-Level-Einstellung nochmal habe, genauso wie die manuelle Kalibration, Dreikopfdeck und so weiter und so fort. Dolby nicht. Fangen wir doch mal an. Im Hintergrund läuft was aus der YouTube-Library. Gut. So, prinzipiell ist das ja eigentlich relativ einfach. Ich nehme jetzt mal hier ein bisschen schon mal auf. Was man jetzt hört, ist Source. Wenn wir auf Tape umschalten, hört sich das eigentlich schon halbwegs vernünftig an. Ohne jetzt großartig reinzulabern. Wie man sieht, ich nehme hier etwas heißer auf. Gut. Hören wir uns das Ganze noch mal kurz an. Also eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, also warum jetzt BIOS noch mal einstellen? Im Prinzip halt um neben dem Aussteuern, na, je mehr Level wir draufkriegen, umso größer ist der Signal-Rauschabstand bei der ganzen Geschichte. Das habe ich vorher aufgenommen. So, damit wir im Prinzip quasi die Qualität der Aufnahme genau an das Band anpassen können und schlussendlich halt das Optimum in dem Fall aus dem Band rausholen können. Funktioniert hier bei dem Gerät ganz einfach. Ich drücke hier entsprechend das, starte die Aufnahme, gehe hier auf Kalibration. So, und wenn wir dann Band haben, dann sehen wir, dass wir hier im Prinzip die Kalibrationsanzeige ziemlich stark ausgesteuert ist. Das heißt, wir geben zum einen natürlich mal ein bisschen weniger Level. Idealerweise sollten beide Balken gleich. Funktioniert hier super. Oh, sehr stabil. BIOS ist hier auf Standard, müssen wir also wahrscheinlich gar nicht mehr allzu viel machen. Das Band ist hier schon mal nicht allzu verkehrt. So, und dann lassen wir die Kalibration mal rauslaufen. Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen mehr Level hinzugeben. So, Tape, Source, also ich höre praktisch keinen Unterschied. Tja, einwandfrei.